Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video, mal wieder nach langer Pause aufgrund eines anderen Projekts, was ich am Laufen hatte, beziehungsweise wo die Zeit halt einfach gefehlt hat, gibt es jetzt mal wieder ein GTA-Video. Also endlich kann ich euch wieder so ein bisschen mit spaßigen Szenen füttern. Also das hat ja auch eben lange gedauert beim letzten Mal, das ist schon ewig her, da habe ich die erste Unternehmermission dann mal gemacht. Als ich diesen Stoff da ausgeliefert habe mit dem Eiscremewagen. Und es gibt ja immer noch keine Hauptmission jetzt am Schirm und deswegen muss ich jetzt weiter an diesen Unternehmermissionen natürlich arbeiten. Ist ja klar. Die haben jetzt erstmal oberste Priorität. Gibt ja auch keine Alternativen momentan hier. Das ist ja halt nun mal so jetzt. Und ich werde jetzt auch demnächst verstärkt wieder GTA aufnehmen, damit ich endlich das Projekt auch mal beenden kann. Geht auch wieder viel zu lange. Ich habe zwischendurch immer mal große Pausen gemacht. Also jetzt soll das die nächsten Tage und oder Wochen, na gut, Tage, ein bisschen geht's wahrscheinlich noch, die Story. Genau weiß ich es aber auch nicht. Die nächsten Wochen werde ich das jetzt versuchen zu beenden dann. Und ja, na schauen wir mal. Wie, ob ich diesen Plan auch wirklich umsetzen kann, also 10 Folgen, ob es noch 10 Folgen gibt, ob es noch 5 Folgen gibt, ich kann es euch nichts genau sagen. Unternehmermission gibt es ja reichlich hier, aber man muss, glaube ich, nicht alle machen. Ob ich wirklich alle mache, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, ein 100% Run soll das Ganze ja hier nicht geben. Von daher weiß ich nicht. Muss ich sehen, wirklich, wie ich durchkomme. Und bin jetzt fahre jetzt hier gerade irgendwie so voll orientierungslos hier durch die Gegend, ist mir gerade aufgefallen. Aber ich habe mir eigentlich schon so eine Unternehmermission ausgesucht, die ich jetzt erstmal kaufen werde und dann schauen wir mal, welche das sein wird, erfahrt ihr dann gleich. Ich muss hier also mal auf die Karte gucken, okay. Ja. Weil GTA ist, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich habe im Januar diesen Jahres habe ich schon angefangen. Also es wird jetzt auch echt mal Zeit, ne? Es wird jetzt auch echt mal Zeit, dass man jetzt... ja, ihr seid ja mal ein paar clevere Burschen. Ihr seid ja mal ein paar clevere Burschen. Laufen die eiskalt gegen das brennende Auto. Das ist ja jetzt schon wieder... ja gut, Krankenwagen, wieder belebt sie wieder. Für solche Vollpfosten, die würde ich erst gar nicht wiederbeleben, wenn die gegen das brennende Auto laufen. Nee. So, hier ist die Eisfabrik übrigens. Da kann man jetzt auch nochmal machen, dann kann man auch Geld holen, ne? Das mache ich jetzt erst einmal. Es generiert ja Einkünfte. Ja. Und die muss man sich halt immer regelmäßig abholen. Also... wenn es Geld umsonst gibt, muss man das natürlich nutzen. So, jetzt geht es schon so langsam in die richtige Richtung zur nächsten Unternehmermission. Insider von GTA wissen jetzt wahrscheinlich, was kommt. Hier habe ich mir so ein bisschen rausgesucht. Ich suche mir ja immer so den einfachsten Weg, so die einfachsten Missionen. Und das ist, glaube ich, eine einfache Mission. Ich hoffe es zumindest. Entschuldigung. So, ja, hier genau bin ich richtig. Ja, ich möchte die Bootswerft kaufen. There's a dude here. Hey, Suit Dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, Suit Dude. You got a light? Dude.
Bootswerft gekauft. 10.000 Dollar. Die Typen sagen Anzugsmensch zu mir, obwohl ich einen Trainingsanzug habe. Okay, auch nicht schlecht. So. Was kann man jetzt hier machen? Man kann jetzt hier ein Rennen machen, aber ich will ja erstmal speichern. Erstmal speichern. So. Jetzt gehe ich mal raus und guck mal, was hier geht. Wo sind jetzt die Boote hier hin? Hallo? Ich fand doch jetzt noch Boote da, mit denen man Rennen fahren kann. Wo sind die jetzt hin? Alter, wollt ihr mich verarschen, Mann? Ihr könnt mich schon wieder aufregen. Ich speichere euch halt nochmal. Vielleicht sind sie dann wieder da, die Boote. Hallo, ich möchte gern ein Rennen fahren mit diesen Booten, die hier eben standen. Wenn das möglich wäre. Ja, okay. Anscheinend darf ich hier nichts machen oder keine Ahnung, was jetzt hier der Grund ist. Ach, das regt mich schon wieder auf hier. Hallo, habt ihr meine Boote geklaut hier? Wo sind die hin? Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Jetzt habe ich das schon so fest eingeplant, dieser Folge, und jetzt kann ich hier nichts machen, Mann. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Ja, dann muss ich mir was anderes suchen, ne? Dann muss ich mir andere Arbeit suchen. Ja, ich weiß jetzt halt leider nichts, wo noch Arbeit ist hier. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo noch hier Arbeit sein soll. Keine Ahnung. Ich fahre mal planlos durch die Gegend, fahre dann vielleicht nochmal zu der Bootswerft, guck vielleicht, ob dann die Boote da sind. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Dann speichere ich hier noch mal und fahre dann noch mal zurück. So, jetzt gucke ich nochmal, ansonsten muss ich den alten Spielstand nochmal neu laden und dann gleich, nachdem ich das gekauft habe, wo die Boote da sind, das Rennen starten. So mache ich es jetzt. Wenn sie jetzt wieder nicht da sind. Kann ja nicht sein, sowas. Ich bin falsch hier. Ja, so wird die Videozeit hier verschwendet. Ah, immer das Gleiche. Ach, sie sind wieder da. Ja, das Dankeschön. Das wäre aber nicht nötig gewesen. So, jetzt kann ich mir eins aussuchen. Ich nehme jetzt halt mal das hier. Checkpoint Charlie. Sammle die Päckchen ein. Ja, gut. Die lassen sich halt auch nicht so sonderlich gut steuern, ne? Das mal dazu gesagt. Okay, verkackt schon, würde ich mal behaupten. Ja, das meine ich damit. Also, die lassen sich jetzt halt nicht sonderlich gut steuern, ne? Gut, ich muss dann noch mal anfangen, glaube ich. Ja, oh, ich hasse es, Alter.
Ich glaube, da würde ich eher lieber ein Heli steuern, weil das habe ich, glaube ich, jetzt mehr drauf als so ein Boot hier, ey. Ja, gut, komm, ich habe eh schon verkackt, Mann. Ja, super. So, gib mir ein Auto. Dann halt noch einmal. Wir kennen das ja bereits schon, Missionen erst im zweiten Anlauf zu schaffen, sogar im dritten oder vierten oder fünften oder was weiß ich auch. Ja, ich habe mir so gedacht, der Bootswerft und Bootsrennen, das ist der einfachste Weg. Du brauchst keine Leute umzubringen, du verlierst kein Leben, du verlierst keine Rüstung. Ja, denkst du, dass das der einfachste Weg ist? Da habe ich mich wohl geschnitten. Dann nehme ich mal das andere Boot jetzt, vielleicht lässt sich das besser steuern. Ja, da fängt schon an. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Mann? Alter, es gibt's doch nicht. Also sei doch nicht so kleinlich, Alter. Ich bin doch durchgefahren. Ansonsten gibt das jetzt halt wieder so eine Trash-Folge. Helfversuch werde ich dann auf jeden Fall nochmal machen. Ich dürfte nicht versuchen, so schnell immer Gas zu geben. Ich muss immer mal bremsen. Ja, genau, und flieg noch vorbei, Alter. Alter, ich werde wahnsinnig, Mann. So langsam bekomme ich so ein bisschen Gefühl dafür. Zu langsam zumindest. So, als Einstieg ist doch diese Folge mal, wenn da nichts passiert, jetzt auch mal gut. Seit langer Pause, jetzt mal wieder seit ein paar Wochen, kann man da erstmal wieder ein bisschen lockerer reinkommen. Und beim nächsten Mal kann ich die Mission dann auch vielleicht schaffen. Jetzt gibt es den letzten Anlauf. Ansonsten beende ich die Folge, weil ich auf jeden Fall unter 20 Minuten bleiben möchte. Ja. So ist es. Ich nehme wieder das Boot hier. Hallo, ich habe Vorfahrt. Also, geht doch.
Ja, so langsam komme ich rein hier, aber jetzt werden die im Ziele irgendwie einfacher zu erreichen als eben noch. Aber mal schauen, ob es reicht am Ende oder nicht. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht reichen wird am Ende. Zumindest glaube ich das. Da müsste jetzt halt irgendwie mal auch mal das Ziel kommen jetzt mal. Jupp. 2 Sekunden vor Ende. Ja, man muss einfach ruhig fahren, dann dürfen nicht so viel Gas geben in diesem Boden, ansonsten macht man sich, schießt man sich ein Eigentor und bleibt irgendwo stecken oder hängen oder was weiß ich alles. Und daher $5000 verdient. Bin ich denn jetzt hier? So, ich müsste mal jetzt hier irgendwie rauskommen. Ist das möglich mit einem Jump? Okay, danke. Ich wurde also doch noch auf den Steg gerettet. Oder ist gespawnt, wie man auch sagt. So. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Bin ich jetzt nicht bei der Bootswerft? Ne, anscheinend nicht. So. Jetzt will ich erstmal irgendwo einen Speicherort finden und dann beende ich die Folge. Die erste zumindest. Ich habe es also doch noch geschafft. Dritten oder vierten Anlauf? Ich weiß es nicht. Ich brauche jetzt mal ein Auto. Oh, die Polizei war auch da und hat es nicht gesehen. Ja, gut. Okay. Die scheint auch mit jemand anderem so beschäftigt sein, so wie es scheint. Dann soll mir das auch recht sein. So, ist jetzt hier nicht meine Villa irgendwo, oder? Nee, doch nicht. Dann fahre ich jetzt wieder irgendwo planlos hin, suche einen Speicherort und dann lassen wir das gut sein für heute. So, hier will ich hin, genau, und dann ist da vorne die Eisfabrik, da kann ich speichern. Und dann schaue ich mal, wo ich beim nächsten Mal weitermache. Ich muss mir erstmal was raussuchen noch, auf was ich Bock habe und auf was ich weniger Bock habe. Keine Ahnung. Ich will halt auch mal wieder so ein bisschen so eine herausfordernde Mission machen. Also diese Eisfabrik und dass die Bootswerft, die waren jetzt ja halt nicht, sag ich mal, so mit Spannung beladen, sage ich jetzt mal. Also da ist so ein bisschen Luft nach oben, was das Ganze angeht. Mal schauen, was es da noch so gibt. Ich beende jetzt die Folge. Ich hole mir jetzt hier noch mein Geld ab. Und sag bis zum nächsten Mal und gibt eine Bewertung ab. Jetzt gibt's wieder GTA en masse und hoffentlich bald das Ende. Ciao.